Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast. Ich wollte gerade wieder Minecraft sagen. Minecraft sind wir nicht. Wir sind hier bei Feed the Beast und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, jetzt wo Core immer noch bei Quantum Break ist. Also wir haben, wie gesagt, ist die zweite Aufnahme, zweite Runde, zweite Folge. Ich habe, wie gesagt, versprochen, dass ich unten warte, bis das Cresote-Öl, was weiß ich, was das ist. Ich glaube, das ist irgendwie, was ist denn das für ein Öl? Was kann das sein? Irgendwie so eine Art Balsam, keine Ahnung, um das Holz zu machen, so eine Art Beize oder sowas wahrscheinlich. Um diese Zahnräder da oben, die Wasserräder zu machen. Und ja, da sind sie. Ich habe die gemacht und werde direkt, das wollte ich quasi mit euch zusammen machen, hüpf, da oben die ganze Geschichte zum Laufen bringen. Und wie man sieht, ich habe auch, stimmt, kann man vielleicht nochmal erwähnen, ich komme da nicht hin. Doch, ich komme da hin. Okay, ich habe auch die Sache hier, testhalber, habe ich ja gesagt, aber warte mal, ich setze sie erstmal hier ran, dann erzähle ich, das da, zack, und das da, zack, jawoll, nice, zack, au, verarsche. Wenn das natürlich so unegal aussieht, da habe ich keinen Bock drauf. Moment. Warte. Hier. 1, 2, 3. Eins, zwei, okay. Kann ich hier direkt hoch? Ach, das ist ja nice. Sehr gut. Hier. Habe ich jetzt. Jetzt habe ich hier 3. Okay. Warum sah das gerade so unegal aus? SpongeBob. 1, 2, 3. Okay, das sieht jetzt hoffentlich... Ja, jetzt sieht es besser aus. Ein dickes, fettes Wasserrad. Finde ich gut. Ja, was ich erzählen wollte, man sieht ja hier, ich habe das ein bisschen nach hinten versetzt. Ich habe letztens schon gesagt, das hat mir zu weit rausgeguckt, beziehungsweise Moment. Ein Kollege, der an seine Aufmerksamkeit... Bedarf. Warum? Okay, der war bestimmt schon angefressen von irgendwelchen Feuerschaden. Und hier war wieder ein Enderman zugang. Ich muss mal gucken, ob man auch irgendeine Mod hat, um diese Endermänner hier mal an die Schranken zu weisen, dass sie nicht ständig... Das nervt mich auch hier. Die Kante sieht schlimm aus. Dass mir die Endermänner nicht immer die Sandblöcke klauen. Also zwei Sachen habe ich gemacht, als ich getestet, also die Pause gehabt habe. Ich habe natürlich gewartet unten und habe getestet, läuft das Wasser richtig oder nicht. Und deswegen war auch gerade das Rad hier so ein bisschen versetzt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das Wasser lief quasi nicht so richtig, weshalb ich auch das Rad noch ein Stück nach vorne genommen habe. Aber jetzt passt das, glaube ich. Jetzt guckt das oben so ein bisschen rüber. Wir werden da gleich, glaube ich, noch ein bisschen mit Zaun arbeiten, damit das ein bisschen authentischer aussieht. Aber so gefällt mir das schon mal sehr. Jetzt lass mal nach oben gehen. So, oder warte mal. Zur Freude des Tages. Wir machen mal hier diesen. Upsa. Jawohl. So, da gehen die Frames in den Keller. Ja, was mit Fraps hier los ist, es ist für mich auch echt, ist ein Rätsel. So, schwupps, den machen wir mal weg. 1, 2, 3. Und gucken, was passiert. Da kommt's raus. Das heißt, es läuft um die Räder drum herum. Und ja, es geht los. Es geht los. Die Räder drehen sich. Ich find's so nice. Ist ein bisschen versetzt, aber gut. Das macht nichts. Das ist alles so, wie es soll. Was man jetzt noch machen könnte, warte mal hier. Was ist das denn hier? Bestimmt ein Endermann wieder. So. Schwupps. Was man jetzt noch machen könnte, man könnte theoretisch das hier noch so ein bisschen auskleiden und hier oben auch drauf noch so ein bisschen, so ein bisschen Kosmetik betreiben, dass man hier vielleicht noch 1, 2 Sachen macht. Aber jetzt, wo wir hier oben sind, warte mal. Ich würde gerne 2 Sachen machen. Das so, wenn wir schon mal hier oben sind. So, zack. So. Und zwar habe ich mir die Dinger hier ausgeguckt. Die fand ich ja nicht so pralle. Die würde ich gerne noch... Was ist denn das? Was zum Henker ist, bist du?
Okay, was war es? Ich habe ja mal von einem Herobrine oder sowas gehört. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Mystik, ob das ein Fake war oder ob das eine Verarsche war. Naja, gut. Da ist er wieder. Okay. Der macht mich ein bisschen nervös. Ich meine, sieht auch dementsprechend aus, ne? Hat ja ein Cape und so. Und ich glaube, der zersmasht mich. Ich werde auch gar nicht irgendwie dahin, weil wenn er wirklich so böse ist, wie er ausschaut, dann... So, flupp einmal so. Ach, dann sind ja die Dinger, die Räder quasi wieder verkehrt, wenn ich das hier alles abmache. Okay. Und dann laufen die nicht mehr richtig, ne? Ja, die sind so ein bisschen versetzt. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwann fixe. Da muss ich quasi bloß oben da kurz zumachen und dann passt das wieder. Was ich aber machen wollte, hier. Carpenter's Hammer. Und zwar bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann den. Ne. Fuck it. Ich dachte, dass sie hier vorne die Maserung... Da ist. Das sieht natürlich dann extra kacke aus. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Oder hätte ich die vielleicht von vorne bloß klatschen sollen? Oder vielleicht von unten? Eide und Knopf. Warte, wir machen die mal alle weg. Und wir machen vor allen Dingen mal hier die Timeset. 1. So. Jetzt sind die alle weg, wa? Fuck. Gut, wir lassen mal das Gerüst kurz hier. Und... Autsch. Gehen mal gucken, dass wir noch ein paar von diesen Dark Oakwood bekommen. Ich will es nochmal kurz versuchen von... oben dran zu setzen. Vielleicht hilft das ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, komm, reicht. Habe ich mit dem Hammer, ich glaube, ich irgendwas falsch gemacht. So. Das sind nämlich auch Carpenter's Door. Soll heißen. Wenn das jetzt oben noch so schön dunkelfarben ist und so weiter. Dann wäre das fantastisch. So, er ist weg. Gott sei Dank. Wenn das jemand weiß, wer das war, ob das was irgendwas Besonderes war, ob das vielleicht ein fremder Spieler war, der sich hier eingeloggt hat, eigentlich nicht. Whitelist ist aktiv. Naja. Gut, dann sagt's mal. Okay, komm, wir gucken mal hier kurz. Hier. Au. Dann hoffen wir mal, dass es klappt. Ja. Sehr gut. Dann sollte das von vorne auch so aussehen, wie ich es möchte. Jawohl. Sieht von unten dann möglicherweise ein bisschen komisch aus. Diese Dinger, da nerven mich gerade. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht runterstürzen. Warte mal. Pass mal auf. Dann machen wir mir so diesen. So. Oh! Was denn hier kaputt? Ist bestimmt, als wir da oben irgendwas gebastelt haben. Das sollte so natürlich nicht passieren. Dann lass mal ganz schnell hier oben kurz was zumachen. Dann können wir auch die Räder gleich nochmal fixen. So, dann geht das Wasser hier weg. Das müsste ja dann auch weg sein. Oder hat sich jetzt hier irgendwas hingebackt? Hallo? Hallo? Da geht's weg. Okay. Ih, dann hat sich ja auch... Hat sich eine Pflanze dann verabschiedet? Nee, eine Pflanze hat sich, glaube ich, nicht verabschiedet. Aber ich glaube... Diese Ranken sind jetzt nicht mehr da, ne? Die habe ich natürlich nicht eingesammelt, ich Trottelkind. Jetzt habe ich... Irgendwas habe ich eingesammelt. Und irgendwas habe ich nochmal eingesammelt.
Ja, die müßige Flower, okay, die können wir wieder hinsetzen. Die war, glaube ich, da. Flupp. Flupp. Dann lass mich mal die da hinsetzen. So. Dann können wir gleich die Räder fixen, dass die wieder so halbwegs identisch laufen. Und zwar damit. Toll. Alle drei dort. Geht das? Ja, sehr schön. Dorthin. Dann wieder an den SpongeBob ran. An den SpongeBob ran. Nein. Jetzt ist das Rad da, aber er zeigt sich an, oder was? Mach mich nicht wahnsinnig hier. Junge! Warum zeigt er das nicht an? Manu! So, komm, lass mal jetzt kurz hier raus. So, hüpf, hüpf, hüpf. Alles klar. Was ich aber, was mich auch noch auffällt, ist, dass da eine Strömung herrscht. Die passt mir auch noch nicht so ganz im Kram. Schippe. Da. In der Tat, der zeigt es hier nicht an. Ist ja toll. Warte mal, pass mal ob. Wir disconnecten mal gerade. Ah, Multiplayer, jawohl. Zwei YouTuber auf Irrwegen. Logging in. Vielleicht hat das ja einen Impact. Doch, jetzt haben wir wieder drei. Ah ja, sehr gut, alles klar. Dann lässt du uns ja sicherlich auch höchstwahrscheinlich hier das hinbauen. Okay. Und das da und dann das daran. Sehr gut. Okay. Dann halt das, dann passt das wieder. Hep, hep, hep. Sieht fantastisch aus. Da oben ist noch Sand. Das muss weg. Zack, 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 zack. Achso, warte. Muss sowieso alles gleich passieren. Also kann man das auch so machen. Flomps. Und ich hoffe. Warte mal, machen wir da noch einen Erdblock hin oder nicht? Eigentlich dürfte es nicht passieren. Eigentlich dürfte es nicht passieren. So, dann hier. Einmal runter. Er dreht sich langsam. Ja, dann drehen sie sich halt unterschiedlich. Hauptsache die beiden gehen da los hier. Ja. Ah, dann geht's los. Sehr schön. Ich glaube. Huch. Ich glaube, es läuft. Finde ich geil. Finde ich richtig, richtig geil. Vor allem auch Schatten und so weiter, Schatten-Effekts. Dann machen wir folgendes. Wir müssen... den Dynamo können wir direkt mal basteln. Den können wir direkt mal ransetzen. Dann haben wir nämlich unser erstes stromerzeugendes Etwas. Und dafür brauchen wir hier Copper. Das habe ich schon mal gebastelt. Neben dem Copper, jetzt müssen wir mal gucken. Copper Wire. Das brauchen wir. Sticky und vier Coppers drumherum. Okay. Stickies habe ich. Vier Copper. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Flops. Okay. Dann haben wir die. Wo sind die Dynamo? Hallo, Dynamo. Kinetik. Kein Kinetik-Dynamo. Dafür brauchen wir dieses Copper-Wire-Coil. Da brauchen wir ein Iron-Ingot und diese Wires. Okay, Iron habe ich natürlich nicht dabei. Aber dann haben wir hier. Flumps, so. Da rein. Von diesen brauchen wir 8. Und dann haben wir den. Sehr schön. Kinetik-Dynamo, Redstone und nochmal 3 Iron. Einmal Redstone haben wir. Davon und davon.
Ich bin die ganze Zeit im Dingsmodus. Hallo? Nicht so gut. Okay, hat er trotzdem alles gebastelt. Puh, jetzt hatte ich gerade ein bisschen Pipi in der Hose. Das lassen wir mal so. Also, du kommst in die Mitte. Zack, zack. Und... ups. So, 1, 2, 3. Wupp. Und dann haben wir den kinetischen Dynamo. Sehr schön. Achso, eins wollte ich noch machen, wenn wir schon mal hier sind. Und zwar gibt es ein Voltmeter. Da kann man halt messen, hoffe ich zumindest, dass es damit passiert, dass es damit funktioniert. Kann man messen, wie viel Strom erzeugt wird. Hier, der da. Engineer's Voltmeter. Einen Copper brauchen wir. Threaded Stick haben wir, glaube ich, noch. Und Kompass. 1, 2, 3, 4. Und einen Copper brauchen wir noch. Copper ist, glaube ich, ein Problem. Weil das habe ich nämlich nicht mehr. Dann klatschen wir das mal schnell da rein. 1, 2, 3, 4. Und ein davon. Das heißt El Compasso. 1, 2, 3. Ein Kompass haben wir. Ein Copper haben wir auch. Voltmeter. Da. Ah, so. Genau. Du kommst dahin, du da rein und die Dinger hier hin. Bamsen. Und dann haben wir so ein Voltmeter-Ding. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Die Sonne geht unter. Das lasse ich mir nicht nehmen. Moment. Zack. Unsere Räder drehen sich noch. Ich bin so gespannt. Hep, hep, hep. SpongeBob ist jetzt erstmal Geschichte. Den nehmen wir auch direkt mit. Ich hoffe, dass das so passt, ne? Den einfach da dran. Ob man auch gucken muss, ob das richtig ist. Also ich meine, richtige Richtung und so weiter. Hallo? Das kann natürlich durchaus sein. Warte mal. Wie rum wird das Teil jetzt gesetzt? Warte mal, wir müssen mal kurz gucken. So, so. Ah ja. Ich gehe mal davon aus, dass es daran gebaut werden muss. Das heißt, wir müssen nochmal nach oben. War klar. So. Mal gerade hier das Wasser wieder stoppen. Das kennen wir ja schon inzwischen. Dann... zack. Kurz die Dinge abbauen. Halt, warte mal. Erstmal das Wasser abwarten. Okay. Es drehen sich nicht mehr. Wasser ist weg. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Ach hin! Hört auf zu drehen. Danke. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Sind beide unten? Ich hoffe es. Ja, da sind sie. Hier so eine Strömung irgendwie. Warte mal. Das würde ich gerne beheben. Und zwar den packe ich erstmal dahin. Wir haben ja einmal dabei. Vielleicht können wir das ja gar mal ohne Creative Mode machen. So. Schwupps. Eigentlich, wo ist denn da die Strömung? Die ist ja gar nicht da. Unter Wasser, glaube ich, direkt. So. Und dahin. Schwupps. Und dahin. Weiß nicht, ob das was bringt. Ne, irgendwie nicht. Ach, scheiß drauf. Nervt mich gerade, ich will das Ding hier zum Laufen bringen. Wir hatten gesagt, den kinetischen, der muss mit. Und zwar muss der eigentlich genau von der anderen Seite angebracht werden. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege jetzt hier die Höhe hin. Müsste die Höhe sein, ne? Ich hoffe es. So.
Und dann mit dem Rad so. Ich bin eins zu tief. Zack. Mein Gott, ist das ein Drama hier mit dem Dynamo, ey. So. Das sieht eigentlich fast zu hoch aus, aber gut. Schauen wir mal. Dann du dahin und du dahin. Okay. Das sieht jetzt eigentlich wesentlich effektiver aus. Puh. Gut, dann machen wir mal hier so. Und dann geht's ab. Oh, die drehen direkt. Super. Die Frage ist natürlich, wie dieses Voltmeter. Es kann natürlich sein, dass ich das irgendwie falsch einsetze. Aber wenn dieses Voltmeter... ich das direkt so hinhalten kann, müsste doch eigentlich... Oder vielleicht kann man das nur an Stromleitungen messen oder an so einem... nein. Falscher. Das weiß ich nicht. Da muss ich mich jetzt gleich nochmal beschlau lesen. Ich glaube, wir sind sowieso am Ende der Folge. Keine Ahnung. Na gut, whatever. Wir haben, glaube ich, hier Kinetik. Wir haben Strom. Wir haben... also ich denke mal schon, dass die da irgendwas... produzieren unsere Räder. Ich frage mich gerade nur, warum die so langsam latschen, laufen. Laufen echt lahm. Aber sie laufen. Egal, dann ist es halt gemütlich. Ich hätte es ja eigentlich fast lieber, wenn die nach unten fahren, wa? Also wenn die so andersrum drehen. Aber so gefällt mir das wohl gerade. Ja, so gefällt mir das. Wir haben hier gerade den Superlag, das heißt, Achtung, Reminder, Time to go offline. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir sagen danke. Nächstes Mal wieder mit dem Chor. Da sorge ich dafür, dass er wieder mit dabei ist. Und wir haben hier so ein bisschen jetzt, wir haben was geschafft. Ich finde das toll. Unser Wasserfall läuft immerhin. Wir können uns dann nächstes Mal einen Plan machen, wie wir das noch ein bisschen verkleiden hier. Und das hier auch noch ein bisschen hübscher machen und vielleicht auch oben drauf noch irgendwie was zimmern. Das mache ich mal offline, dann mache ich mir Gedanken. Und dann sieht das alles hier hübsch aus und dann geht das langsam voran. Langsam, aber sicher. Ich sage danke fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss und bis dann.